Die fachgerechte Montage hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Langlebigkeit von Fenstern und Türen. Eine gute Montage beginnt deshalb bereits mit der Planung. Das passende Abdichtungssystem wird vor der Baustellenmontage geplant und hängt ab von der Belastung und erwarteten Fugenbewegung, der Beschaffenheit der Fugenflanken, der Fugengeometrie, der Materialverträglichkeit sowie der Ebenheit und Maßhaltigkeit der Wand, also der Laibung. Hierbei helfen der Montageleitfaden und der kostenlose Online-Montageplaner des IFT Rosenheim. Geeignete, spritzbare Fugendichtstoffe sind flexibel einsetzbar und haben sich bei fachgerechter Verarbeitung in der Praxis bewährt. Entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung sind die Materialqualität, die Haftung zum Untergrund, die richtige Fugengeometrie und natürlich eine fachgerechte Verarbeitung. Die Haftflächen müssen vorab auf ihre Haft- und Tragfähigkeit überprüft und gereinigt werden. Falls notwendig, sind die Flächen mit Haftvermittlern, sogenannten Primern, vorzubehandeln. Generell sind chemische Wechselwirkungen zu vermeiden und deshalb ist die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit angrenzenden Materialien mit dem Hersteller zu klären. Die Fugenbreite ergibt sich aus der geplanten Fugenbewegung und der zulässigen Gesamtverformung des Dichtstoffs. Bei Außenanwendung kommen meistens Dichtstoffe zur Anwendung mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%. Auf der Raumseite können Dichtstoffe mit geringerer Gesamtverformung eingesetzt werden. Die Montage beginnt mit der Kontrolle der Ebenheit sowie der lotrechten und horizontalen Ausrichtung der Laibungsflächen, um die Fugenbreite und den richtigen Durchmesser für die Rundschnur zu bestimmen. Aufmaß und weitere Vorbereitungen werden im Video Befestigung ausführlich gezeigt. Die Arbeit kann starten, wenn die Haftflächen mindestens 5 Grad Celsius warm, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen sind. Das Abdichten mit Dichtstoff zu mineralischem Putz ist nur möglich, wenn dieser der Mörtelgruppe 2 oder 3 entspricht. Nach dem Einsetzen des Fensters in die Wandöffnung wird dieses so vermittelt und fixiert, dass rundum eine gleich breite Fuge entsteht. Nach der umlaufenden Befestigung und der Entfernung des Bohrstaubs kann die Abdichtung beginnen. Zuerst wird eine Rundschnur aus geschlossenzelligem Schaumstoff in die Fuge eingebracht. Dabei ist auf die richtige Fugentiefe zu achten. Die Rundschnur darf nicht um die Ecke gezogen werden, sondern muss bündig abgeschnitten werden. Im unteren Bereich ist die Schnur sauber zwischen die Tragklötze einzupassen. Dann beginnt das Ausfüllen der Fuge. Ein kleiner Dichtstoffvorlauf an der Düse zeigt, dass der Anpressdruck auf die Fugenseiten, auch Fugenflanke genannt, ausreichend ist und die Fuge vollständig mit Dichtstoff ausgefüllt wird. Dies ist Voraussetzung für eine gute Abdichtung. Bei Sichtfugen empfiehlt sich das Abkleben der Fugenränder. Das Klebeband sollte nicht mit der Oberfläche reagieren und keine Schäden beim Abziehen verursachen. Die Laibung sollte nicht mit Dichtstoff verschmiert werden, um die Haftung von Putz oder Farben nicht zu beeinträchtigen. Nach dem Verfüllen ist der überstehende Dichtstoff zum Beispiel mit einem Glättspachtel abzuziehen, bevor sich auf der Fugenoberseite eine Trockenhaut bildet. Beim Nachglätten der Fuge ist ein Glättmittel zu verwenden. Höhere Temperaturen begünstigen die Hautbildung und Durchhärtung. Diese kann bei großen Fugenquerschnitten mehrere Tage dauern. In der Praxis gibt es häufig Versätze, Rücksprünge und Lücken, beispielsweise bei Fensterbankanschlussprofilen, Kopplungen, Übergängen oder Durchdringungen. Hier muss besonders sorgfältig gearbeitet werden und es sind eventuell andere Rundschnüre zu verwenden, um eine fachgerechte Fugengeometrie zu erreichen. Ein häufiger Fehler ist die Ausbildung von Dreiflankenfugen oder Dreiecksfugen. Diese können keine Bewegungen aufnehmen, da keine Trennung im Fugengrund gegeben ist. Deshalb versagen diese Fugengeometrien beim Einsatz in Bewegungsfugen und es kommt zu Rissen.